Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, heute mal auf dem Tablet. Das sieht ihr mal, wenn ihr rechts und links diese komischen Ränder seht und ich immer so ein bisschen nach da unten gucke. Ich bemühe mich immer, in die Kamera zu schauen, aber das gelingt auch nicht jedem YouTuber. Aber was eben Clan sicherlich schon mal gelungen ist, ist, dass du einen Gleichstand hier hast. Also wir haben echt einen Gleichstand, 88,32%, haben noch ein paar Minuten hier Clankrieg. Ich wollte aber eigentlich mit diesem kurzen Video für heute auf den Stream von heute oder heute Abend aufmerksam machen. Ich bin auch ein bisschen dumm. Gestern habe ich die Ankündigung so ein bisschen ganz ans Ende des Videos gepackt. Ist natürlich blöde, denn bis zum Ende guckt ja kaum jemand. Deswegen fragen alle Toto, wann ist wieder Stream, wann ist Stream, wann ist Stream. Guckt einfach die Videos bis zu Ende, dann wisst das. Wer das jetzt noch nicht weiß, bei 17:50 müsst ihr ungefähr anfangen im gestrigen Video, aber was ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon festgestellt habt, und ich erzähle euch jetzt keinen Scheiß. Ich erzähle euch keinen Scheiß, bei mir im Nachtdorf spukt es. Bei mir im Nachtdorf spukt es. Und zwar seitdem dieses Chinesen-Event hier ist, mit diesen komischen Lampen. Okay, ich habe jetzt eine Lampe, aber ich habe auch schon 5 Lampen abgebaut hier oder so, weil in meiner Base, seitdem dieses Event ist, spawnen die beiden täglichen Stumpfe nicht mehr. Also es gibt ja zwei Items, die hier eigentlich jeden Tag spawnen. Das ist so ein kleiner Stumpf. Ich muss mal eben schauen, ob ich nicht einen habe, den ich euch zeigen kann von meinen Freunden hier, der gerade 2 Stümpfe hat. Mal sehen, ob es der Barfuß ist. Die kann ich eigentlich jeden Tag absammeln. Ja, da ist er. Ne? Da ist der Trunk und der kleine Quadrat, dieser kleine Tree Stump. Der müsste hier auch irgendwo sein. Na, da ist er. Da ist er. Diese beiden spawnen eigentlich jeden Tag. Und ich erzähle euch jetzt keinen Scheiß. Bei mir, beim Rathaus 10er, beim Rathaus 12er, spawnen die nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir das unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gleiche Problem habt. Denn die Juwelen nehme ich immer gerne mit, die da rauskommen. Es kommen ja nicht immer Juwelen raus. Aber seitdem diese alten Lampen bei mir im Dorf sind und spawnen. Und ich meine, ich baue die Lampen ab. Auch diese Lampe hier, die baue ich jetzt ab. Weil ich möchte diese alten Stümpfe wieder haben. Nicht dieses Elex-Zeug, nein, ich möchte die Gems haben. Oder Gems oder Juwelen. Nehmt das, wie ihr wollt. Und das ärgert mich eigentlich. Das ärgert mich wirklich. Aber vielleicht habt ihr das ja auch, vielleicht habt ihr das auch bemerkt, keine Ahnung. Ich hoffe, dieses Chinesen-Event ist irgendwann vorbei und wir können wieder normal zur Tagesordnung untergehen. Und heute hätte ich auch meinen Worten gerne der Hexenverbrennung zugeführt, weiß ich nicht. Also ich habe heute, oder überhaupt, ich habe 2 Einständer hingelegt. Oh, den kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil es auf eine unserer Bases ist. Also blende ich den, ich mache mal kurz einen Cut und mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, der Kampf ist vorbei. Der Gegner hat mehr Prozent geholt, aber er hat den 3. Stern hier nicht rausgekriegt. Wir haben gerade gezittert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich meine, bei 99%, das war jetzt kein Timefail, sondern es stand noch ein Inferno und es stand noch ein King. Der musste aber noch gegen ein paar Skelette ran und deswegen ist er im Inferno-Strahl verglüht. Ich versuche euch in jedem Fall den letzten Kampf hier von uns noch so ein bisschen festzuhalten. Und denn wir haben noch Kämpfe offen und wir haben auch noch, ja, leider habe ich leider hier verpeilt, kann ich euch, ja, das kann ich euch ruhig zeigen, das sind 47%. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe den Anfang schon ein bisschen verpeilt und deswegen ist mir das hier nicht gelungen, auch nur einen 2. Stern rauszuholen. Das ärgert mich. Ich meine, klar, wir gehen hier nicht im Moment nicht safe auf 3 Sterne, wenn wir hier normale CWs machen, aber hier habe ich schon verpeilt. Die Loons viel zu früh gesetzt, voll in den Feger rein, denn der sollte eigentlich weg, die Luftabwehr, damit ich genau hier oder ein kleines Stück weiter hinten den ersten Drachen setzen kann. Und hier setze ich den 2. E-Drachen, um so ein bisschen zu funneln. Habe jetzt 2 Riesen, die sollen jetzt erstmal ein bisschen was auf sich nehmen, nämlich die Helden hier. Und die Queen bleibt ein bisschen weiter zurück. Meine Wallis laufen jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die laufen gar nicht mal so schlecht. Da laufen sie jetzt eine Riesenbombe, mein King. Und auch meine, ich habe dann meine Queen nicht richtig rausgekriegt. Ah, das hat mich auch wieder geärgert. Aber egal. Wir machen dann einfach, du musst ja einfach irgendwo weitermachen mit deinem Angriff. Und jetzt ballert hier schon mal ein Tesla auf meine Maschine und auch hier 3 Infernos auf die Karre hier. Die habe ich jetzt zwar dann ganz nett gefriest, die Infernos, aber da tauchten jetzt auch noch mal 2
zwei Teslas auf und meine Queen war jetzt damit beschäftigt, noch irgendwie was zu retten. Ich habe dann irgendwann angefangen, eigentlich viel zu spät, mit dem eigentlichen Laloon-Part. Der sollte eigentlich hier hinten irgendwo beginnen. Aber ich habe jetzt ein kleines bisschen überlegt, Toto, was machst du jetzt? Also rein hier ins Gewühl, Worden dahinter. Und habe ich gedacht, naja, irgendwann kannst du den Worden ja dann auch zünden. Ich musste jetzt allerdings auch gegen Feger, den sollte ich eigentlich auch weg haben. Habe ich aber nicht geschafft. Jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen aufstützen. Und dann passierte eigentlich, dass der ist zurückgeschubst worden, der Worden. Und was macht er jetzt? Ich muss sagen, ich hatte auf diesen Angriff dann plötzlich keinen Bock mehr. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Ich habe ihn ja noch nicht gezündet, ne? Warum auch? Der geht hier auf den Eisgolem. Ich meine, ihr wisst das. Die Queen könnte er manchmal köpfen, weil die immer auf Mauern geht. Aber er hier ist noch schlimmer, ey. Das ist noch ein schlimmerer Kollege, ehrlich. Deswegen habe ich eigentlich eben gesagt, der gehört eigentlich der Hexenverbrennung zugeführt. Und nicht irgendwas anderem. Also ich kann es mir nicht mehr mit angucken. Hab dann alles zu spät gesetzt. Hab dann keine 50% mehr erreicht. Aber mal sehen, wir haben hier, den haben wir hier drin. Mal sehen, was der Juli hier macht. Wir schauen mal. Oh, entschuldigt mal bitte. Ich lege das Tablet einfach mal ab. Dann kann ich das auch so dokumentieren, so ein bisschen. Und mal sehen, was er sich auf diese Base hier hat einfallen lassen. Ich fange das jetzt einfach mal ein für euch. Und dann können wir sicherlich weitermachen hier. Es ist echt ein Drama. Okay, Queen Walk. Queen Walk oder Queen Charge? Queen Charge geht immer rein in die Base. Queen Walk geht immer außen rum. Je nachdem, manchmal wird ja auch aus einem Queen Charge plötzlich wieder ein Queen Walk, dass die Queen dann doch noch irgendwo rausgeht. Aber mal sehen, wie er das hier macht. Ich muss mal ein bisschen mitgehen, dass ihr das ein bisschen genauer seht hier. Vor allen Dingen die mobilen Benutzer, die immer am Handy schauen. Ich schaue auch sehr, sehr viel am Handy und ärgere mich auch immer über die YouTuber, die alles so im Kleinformat zeigen. Und ich muss dann immer so dahin gucken, dass ich überhaupt was erkenne. Ich will jetzt auch gar nicht auf den PC springen oder jetzt umwechseln auf den PC. Ich bleibe dann, wenn ich mal auf dem Tablet bin, dann bleibe ich da auch. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Hier hat er jetzt schon so eine ganze Ecke rausgenommen. Das sieht man jetzt ganz gut. Was macht er hier hinten? Mit ein paar Buddlern. Okay, mit ein paar Minern. Oh, geht er aber richtig auf 3 Sterne hier. Donnerwetter. Das wird eine krasse Kiste. Und der Stecker bleibt ja auch ewig am Tisch hängen. Ich habe hier so einen HDMI-Adapter noch dran am Tablet und ewig bleibt dieses Ding hier hängen. Oh, mal sehen. Also der Juli geht immer voll auf 3 Sterne. Er ist unser Planer hier, das wisst ihr. Und ärgert sich natürlich immer, wenn es manchmal nur 2 Sterne werden. Aus der Base hier, da sind 3 sicherlich auch schwer rauszukitzeln. Tesla Farm um den Inferno hier. Das ist natürlich auch krass. Die Queen ist hier jetzt, die kriegt schon den ersten leichten Beschuss hier vom Rathaus. Aber die Miner sind hier noch unheimlich gut dabei. Donnerwetter, das ist cool. Mal sehen, Worden ist aber schon gezündet. Aber er hat noch einen Heilzauber. Das Rathaus macht jetzt für die Miner nicht so viel. Der King ist viel nerviger hier. Der hält die Miner nämlich auf. Und jetzt müssen die hier Richtung Rathaus gehen. Das machen sie auch. Aber ich glaube, es sind ein bisschen wenig am Rathaus. Der Worden kriegt jetzt auch schon Beschuss. Und packen die das? Die Queen hilft noch ein bisschen mit. Okay, 2. Stern. Aber ich denke mal, hier waren schon Sterne drauf. Die Queen ist da vorne jetzt im Sog. Shit. Und der Bombenturm hat jetzt die Miner leider hingerichtet. Das ist scheiße. Das ist Mist. Schade auch. Echt gut gemacht. Queen hatte aber gezündet. Aber ich denke mal, die kommt jetzt an den Single Inferno nicht mehr ran. Die wird jetzt leider auch geröstet. Aber 94%, das sind noch mal ein paar Prozente mehr. Der Gegner hat den einen Stern ja noch nicht geholt. Und der Juli hat immer noch einen Angriff hier. Also es bleibt weiterhin Hölle spannend. So, ich komme immer pünktlich. Toto kommt nie zu spät. Also, wir haben hier den allerletzten Angriff. Der Gegner liegt prozentual ein bisschen vor. Er steht immer noch 65-65. Und ich gucke jetzt, wie der Juli das macht hier. Da muss er jetzt live durch, hier unser Superplaner. Aber er macht es auf jeden Fall viel, viel besser. Luftabwehr weg. Okay. Weil er kopiert exakt jetzt einen seiner, beziehungsweise, er kopiert eigentlich einen seiner Angriffe. Denn der Gegner hatte hier sehr häufig das gleiche Design, nur so ein bisschen anders gestellt. Das heißt also,
Infernos waren mal anders, Luftabwehren waren mal anders. Und der hier, das habt ihr eben gesehen, hat natürlich jetzt alles ums RH. Das wissen wir ja jetzt schon. Aber mal sehen, wie er sich hier schlägt. Der Funnel gelingt ihm, glaube ich, schon mal ein bisschen besser als mir. Jetzt ist da zwar noch eine Luftabwehr offen und ihr seht, der Hauptpart wird hier auch Luft sein. Hat jetzt aber ein KS, also ein Kill Squad. Ah, okay. Mein erster Fehler, ich hab ein Gift da nicht genommen. Ich hatte auch zwei Gift dabei. Okay. Aber schauen wir mal. Er macht das hier, glaube ich, ganz gut. King raus, Queen raus. Der King muss da jetzt ein bisschen funneln, dass dieses Lager weggeht, dass die Queen da nicht hineiert. Die Queen soll nämlich mit in die Mitte gehen, aber hier ist noch eine Walküre mit bei. Zwei Walküren gehen hier mit rein. Und in der Karre hat er auch Walküren, das weiß ich. Und die Single Infernos, ei, scheiße, jetzt hier der Sog, ei, 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 oh, das ist Kacke für den King. Mann, ey, oh, das hat den King gerade, scheiße, gerade hingerichtet. Sehr, sehr ärgerlich. Aber er hat jetzt hier auch den Eisgolem an der Hacken. Dieser tolle Scheiß-Golem, der eben, entschuldigt bitte den Begriff, der eben meine Dings hingerafft hat. Ach, schon. Und er schafft es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er die Queen jetzt noch gezündet hat, aber er geht hier jetzt mit dem zweiten Part rein. Der Laloon-Part nimmt aber sein Worden. Oh, der pirscht auch so vor. Ey, der Worden, was geht mit dem Typen, ey? Mann, Mann, Mann. So, jetzt der Feger hier den Worden gezündet. Er will jetzt sicherlich irgendwo die 50% schaffen. Und ich bin sicher, der Juli packt das. Ich bin sicher, der Juli hat's. Ah, der hat einen zweiten Stern hier rausgeholt. Drei Sterne werden ihn dann wieder ärgern, dass er sie nicht geschafft hat. Oh, das könnten doch noch drei werden. Eieieiei. Aber ich glaube, jetzt ist doch ein bisschen viel Geballer hier noch für die Loons hier. Die sind jetzt aber noch in der Wardenaura. Das heißt, sie haben etwas mehr Trefferpunkte. Oh, 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 oh. Nein. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich kotze. Aber es wären drei Sterne, glaube ich, oder? Reicht das wohl vom Cleanup her? 32 Sekunden. Ich glaube, es reicht nicht. Es reicht nicht. Er hat hier hinten kein Cleanup in dieser Ecke hier. Die fliegen hier jetzt zwar noch ganz gut rüber. Aber hier hinten ist jetzt, oh schade, auch an dem Lager ist nichts. Ich meine, das Lager hat keinen Trefferpunkt mehr und es wird ein Timefail. Schade auch, das wird leider ein Timefail, aber geiles Ding, oder? Finde ich echt cool gemacht hier. Unser, was habe ich heute Abend getippt, Sir Master Planer. Sir Master Planer hier macht das immer echt super, Plan für uns auch super, aber wir müssen es natürlich nur umsetzen. Vielen lieben Dank, Luli, dass du uns hier den Arsch gerettet hast, muss ich mal so sagen. Und ich denke, das Ding ist gewonnen. Ja, wir sind schon in der Suche. Okay, wir sind schon in der Suche, aber das Ding ging an uns. Und einmal kurz ins Warlock geschaut. Grün. Vielen lieben Dank, Luli. Ei, coole Sache. Also, jetzt weise ich nochmal am Ende drauf hin, dass wir heute Abend streamen und jetzt mache ich auch ein Ende dieses Videos. Sollte nur eine kurze Folge sein. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Bis dahin. Bis heute Abend. Euer Toto. Clashed.